Daniela Zimmer hat ihre berufliche Karriere im Konsumentenschutzministerium begonnen, hat dort die EU-Agenten übergehabt, ist dann zur Arbeiterkammer gewechselt und dort Rechtsexpertin in konsumentenpolitischen Angelegenheiten, Schwerpunkt digitaler Verbraucherschutz. Sie ist auch Mitglied der Datenschutzkommission und des Datenschutzrates sowie des ORF-Publikumsrates. Liebe Daniela, wie haben denn die Konsumenten die Pandemie im Zusammenhang mit der Nutzung dieser digitalen Dienste wahrgenommen? Haben sich die Beschwerden gehäuft? Wenn ja, was waren das für welche? Wir haben ja schon gehört, wie es mit dem Datenschutz ausgeschaut hat. Georg Serentsch hat das kurz angesprochen. Gibt es da noch weitere Problemlagen? Was sind die brennendsten Fragen auf EU-Ebene? Das würde uns interessieren. Naja, du hast da ja noch ein recht breites Themenpotpourri mir sozusagen zurechtgelegt. Ich hoffe, ich kann ein paar Anregungen für die Diskussion geben. Bevor ich das tue, aber eine kleine Korrektur anzubringen. Die Datenschutzkommission ist 2014 schon sanft entschlummert. Und seitdem gibt es eine Datenschutzbehörde und der gehöre ich, weil monokratisch aufgebaut, nicht mehr an. Aber zu deiner Frage, so Homeoffice und Homeschooling-Zeiten haben nach unserer Wahrnehmung bei den Betroffenen und Verbrauchern sehr unterschiedliche Reaktionen zutage befördert. Zum einen wird den Herrn Dr. Serentschi freuen, waren technikferne Haushalte, privat oder beruflich, plötzlich sozusagen unvorbereitet der Technik auseinandersetzen und haben das also zum Teil auch bravourös gemeistert. Ältere Leute, die mit ihrer Familie in Kontakt treten wollten, hatten plötzlich zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand, das ihre Kinder ihnen zur Verfügung gestellt haben. Oder auch auf der Schulseite haben Lehrer, die auch durch eine gewisse Technikferne geglänzt haben, manchmal über Nacht sich mit technischen Erfordernissen gut auseinandergesetzt gehabt. Auf der anderen Seite merkten wir auch in Form von Anfragen wachsende Überforderung mit manchen Themen. Dazu zählte zum Beispiel, dass viele Haushalte Tarife für den Normalgebrauch gewählt haben, die für also diese besondere Virussituation ungeeignet waren. Also wir viel überschreiten weniger beim Datenverbrauch, wie wir zunächst gefürchtet haben, weil da offenbar die Verbreitung von Flat-Fees doch schon relativ weit fortgeschritten waren, sondern interessanterweise tatsächlich bei den eher old-fashioned-Diensten wie SMS und Telefonie. Also da, um euch, Ihnen ein Bild zu geben, hatten wir dann schon Familien am Apparat, die gesagt haben, es sind ihnen 600 Euro vorgeschrieben worden. Da darf ich dann auch gleich ein bisschen einen Ausblick auf den Telekom-Code geben, also eine neue Rechtslage in Österreich, wonach einmal im Jahr Verbraucher eigentlich über den besten Tarif gemessen an ihrem Verbrauchsverhalten von den Anbietern beraten werden sollten. Und zum anderen gibt es auch darin die Möglichkeit, Höchstgrenzen und Warnungen in Verbindung mit Telefonie und SMS-Bill-Shops einzuführen. Also für uns wäre das ein probater Anlass, diese Virussituation von dieser Option auch wirklich Gebrauch zu machen. Dann gab es Beschwerden zu der Versorgung mit Cubes. Manche Verbraucher klagten über schlappe Verbindungen. Da werden wir hoffentlich mit dem Telekom-Code auch die eine oder andere Verbesserung vorfinden in Bezug auf die Diskrepanz zwischen beworbener Bandbreite und der dann realiter nutzbaren Bandbreite. Und auch mit dem Umstand, dass
für die Verbraucher Gewährleistungsrechte gar nicht so leicht durchsetzbar sind. Da verweisen wir auf den bewährten Netztest, der mittlerweile auch vor Gerichten schon quasi Anerkennung findet, allerdings nur im Festnetz-PC-Bereich und nicht bei den mobilen Lösungen. Da würden wir uns auch eine ähnliche Situation erhoffen. Ja, was haben wir noch zu sagen? Punkto Funktionalitäten sind die Verbraucher natürlich auch manchmal weit über ihre Grenzen gefordert gewesen. Updates sind oft ein Buch mit 7 Siegeln für sie gewesen, was man denn nun Folge leisten muss und ob man dann nicht auch eventuell irgendwelchen Datennutzungsklauseln mit einem Update mit zustimmt. Das ist ein ziemlich intransparenter, relativ weitgehend unregulierter Bereich, wie wir festgestellt haben. Und da können sich für die Zukunft einiges noch an Verbraucherforderungen punkto Transparenz von Updates dran knüpfen. Cyberrisiken wurden vom Dr. Serenci bereits erwähnt. Ob die nun aber in einem sehr engen Zusammenhang mit der Epidemie stehen oder auch unabhängig davon im Vormarsch sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Wir stellen jedenfalls fest, dass Verbraucher vor allem mit Identitätsdiebstählen konfrontiert sind und auch wachsender Unsicherheit, ob sie überhaupt auf manchen Webseiten bestellen können, weil die Zahl von Fake-Shops nach unserer Wahrnehmung wirklich zunehmend überhand nimmt. Ich habe selber mal einen Test gemacht und habe nach einem Produkt gesucht, wo mir jetzt kein Anbieter vertraut war, und habe meine Suche über Google Bildersearch begonnen. Und nach meiner Wahrnehmung waren mehr eingeblendete Resultate Fake-Shops, also betrügerische Versuche, Verbraucher zur Zahlung für Produkte zu motivieren, die dann nie geliefert werden, als seriöse Produkte. Also mittlerweile ein wettbewerbsrechtliches Problem, wenn Verbraucher aus Sorge auf ein betrügerisches Angebot einzugehen, lieber bei den großen Plattformen bestellen, die halt entsprechende Reputation und Verbraucherservice haben. Das dient jetzt nicht der Vielfalt, die sich Österreich in Bezug auf Online-Anbieter wünscht. Ja, Datenschutz hast du erwähnt. Da waren die Tracing-Apps natürlich ein willkommener Anlass, mal, dass Verbraucher in aller Breite darüber diskutiert haben, ob sie sich darauf einlassen wollen oder nicht. Und auch die bereits zitierten Wirtshauslisten, die zum Teil analog geführt werden, waren mal ein Aspekt, wo sich wirklich auch Normalverbraucher über Fragen des Datenschutzes miteinander unterhalten haben. Also dieser Diskurs war sicherlich wertvoll. Auf der anderen Seite bedeutet digitale Infrastruktur mittlerweile ein Konfrontiertsein mit Datenschutzproblemen Sonderzahl, wo der Verbraucher nicht mehr auf einfache Weise selbstbestimmt darüber urteilen kann, worauf er sich einlässt und wie er sich gegebenenfalls zur Wehr setzt. Wir haben zwar jetzt 2 Jahre Datenschutzgrundverordnung feiern dürfen, stellen aber fest, dass also viele der da drinnen festgelegten Spielregeln schon sehr vage formuliert sind. Im Übrigen die ersten Entscheidungen EU-weit wahnsinnig uneinheitlich ausfallen. Also dieser Harmonisierungsaspekt eigentlich noch nicht in der gewünschten Weise eingetreten ist. Und vor allem Verbraucher wahrscheinlich ohne Anleitung und Hilfe hier schnell an ihre Grenzen geraten. Also diese Idee, dass Verbraucher niedrigschwellig zu ihrem Recht kommen, können wir derzeit nicht bestätigen. Wir führen als Arbeiterkammer selber das eine oder andere Verfahren, das sich als derart komplex erweist, wenn man an Datenschutzbehörden in anderen Ländern rasch mal verwiesen ist, wenn ein US-Anbieter in Irland seine Niederlassung hat. Stellen wir auch fest, dass trotz Rechtskenntnis hier Uneinheitsverfahrensrecht
große Probleme bei der Auslegung der Datenschutzgrundverordnung ein Hemmschuh ist. Dabei hat der Verbraucher in Bezug auf Datenschutzbewusstsein zugelegt. Es gab eine Eurobarometer-Umfrage, die zwei Fragen gestellt hat. Zum einen, wann wollen Verbraucher Zustimmungen erteilen und können sie gut damit leben, dass Anbieter manchmal sich auf ihr überwiegendes berechtigtes Interesse oder andere Rechtsgrundlagen stützen? Und da sagte die entschiedene Mehrheit der Verbraucher, als Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts wollen sie eigentlich immer um ihre Zustimmung gefragt werden. Und sie finden im Übrigen zu 2/3, dass Anbieter im Internet viel zu viel Kundendaten mittlerweile über sie haben und nutzen. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, wir haben mit unseren Verbraucherschutzbemühen unser Ziel noch nicht erreicht. Die Anbieter tracken ein Verhalten wie eh und je. Trotz Nadelstichen, die die Datenschutzgrundverordnung dann dort zufügen konnte, hat jetzt an dieser ökonomischen Praxis vor allem Dienste, die nur vorgeblich gratis sind, mit Kundendaten zu finanzieren, hat an dieser Praxis sich eigentlich wenig geändert. Und wir blicken mit einigem Interesse jetzt auch auf die E-Privacy-Verordnung unter deutscher Ratspräsidentschaft, weil wir sehen darin ein Kernstück des Internetdatenschutzes, wie mit Verkehrsdaten künftig umgegangen wird und welche Grenzen für ungewolltes Tracking der Verbraucher gesetzt werden. Vielleicht darf ich an der Stelle darauf hinweisen, dass der Datenschutzrat sich mit dieser Verordnung unlängst erst auseinandergesetzt hat und in einer auf der BMJ-Seite abrufbaren Stellungnahme Position dazu bezogen hat, dass die bisher geltende E-Privacy-Richtlinie hinsichtlich des Schutzniveaus durch die künftige Verordnung nicht unterlaufen werden darf. Dem können wir uns natürlich nur anschließen. Ja, und vielleicht zu der dritten Frage, die EU-Vorhaben. Da beschäftigt uns vor allem einmal auch wieder die Datenstrategie der EU. Da geht es nicht zwingend um personenbezogene Daten, schon auch, aber nicht nur, sondern diese Strategie ist geleitet von der Vision eines stark vernetzten Europas, wo halt auch das Internet der Dinge relevante Rolle spielt. Und die große Datenmacht der Plattformen möglicherweise dadurch gebrochen werden soll, dass diese gezwungen werden, Daten, über die sie derzeit verfügen, mit anderen Unternehmen zu teilen. Da ist der Verbraucherstandpunkt ein relativ eindeutiger. Datenteilen ist jetzt mal aus Grundrechtssicht noch kein epochaler Vorteil. Es verfügen dann mehr Unternehmen als zuvor über Datensätze, die schwer von Verbrauchern kontrollierbar sind. Die Debatte, die uns interessiert in dem Zusammenhang, ist, wie stellt man in Zeiten von algorithmischen Analysen und von beginnender künstlicher Intelligenz eigentlich noch Anonymität von Daten sicher. Solange diese Frage nicht gelöst ist, finden wir diese Vision eines Datenteilens eher brisant aus Verbrauchersicht, denn unterstützenswert. Dann wird breiten Raum in unserer Arbeit der Digital Service Act einnehmen. Das ist die bisherige E-Commerce-Richtlinie, die um viele weitere Aspekte erweitert werden soll. Fokus verdient da ganz zu Recht die Frage der Plattformverantwortung. Eine Spielart dieser Plattformverantwortung haben wir ja derzeit in Diskussion mit dem großen Medienpaket Hass im Netz, das schon ganz gut aufzeigt, dass Plattformverantwortung ein geflügeltes Wort ist, das aber auf der anderen Seite viel Grundrechtsfragen aufwirft, wenn denn eine Plattform
selber entscheidet über schwierige Abwägungen zwischen dem Recht auf Information und Meinungsfreiheit und dem Unterstützen der Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten im Netz. Wir unterstützen dieses Hass im Netzpaket dennoch. Wir können wunderbare Erfahrungen mal sammeln auf nationaler Ebene und die Erfahrungen dann auch in diese Digital Service Act Verhandlungen einbringen. Cybercrime ist ein weiteres Thema, das uns auf EU-Ebene beschäftigt. Vor allem die wachsende Zahl an Identitätsdiebstählen, wir haben es schon erwähnt, schreit förmlich nach Maßnahmen, die aber ihrerseits nicht in eine Kontrolle und Überwachung wieder von Internetnutzern münden darf. Das ist immer die große Ambivalenz aller Maßnahmen, dass es schade wäre, wenn wegen einer geringen Anzahl an sozusagen illegalen Vorkommnissen im Netz eine große Zahl an Nutzern sozusagen von den Anonymitätsmöglichkeiten des Netzes nicht mehr Gebrauch machen kann und sich überall registrieren müsste. Ich verweise da auch auf die eIDAS-Verordnung, die ein bisschen schon altmodische Bürgerkarte in Österreich halt zu einer elektronischen Identitätskarte werden lassen soll und die Bemühungen bei dieser Identität auch auf biometrische Merkmale zu setzen. Das ist ein weiteres Themenfeld, dem wir uns in Hinkunft als Verbraucherschützer intensiv zuwenden wollen. Wir finden Biometrie als besonders schützenswerte Daten, also Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, hat im Zusammenhang mit Verbrauchergeschäften besonders gut kontrolliert zu werden und es müssen relativ klare Gebote und Verbote hier herrschen, damit Verbraucher hier vertrauensvoll vorgehen können. Da ist aus unserer Sicht noch viel Regulierungsarbeit zu leisten und wir waren ein bisschen enttäuscht über die EU-Kommission, die sich dem Feld Biometrie in ihrem Weißbuch Künstliche Intelligenz nur sehr zaghaft zugewendet hat. Die EU-Kommission hat entgegen ersten Entwürfen sich nicht für ein temporäres Verbot von Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen zum Beispiel ausgesprochen, sondern in ihrem Weißbuch nur aufgenommen, dass man den Diskurs anstoßen möchte und halt da weiter forschen möchte, inwieweit Biometrie im digitalen Zeitalter Fuß fassen soll oder streng und restriktiv reguliert werden soll. So, und letztes Stichwort, das ich ins Rennen noch werfen möchte, ist künstliche Intelligenz. Wir haben das Thema ja eigentlich auch für die Verbraucher wahrnehmbar schon immer wieder auf der Tagesordnung gehabt. Stichwort AMS-Algorithmus. Und die Frage, inwieweit ein Algorithmus über wichtige Aspekte des Verbraucher- oder in dem Fall Arbeitnehmeralltags entscheiden soll. Wir sind der Auffassung, dass darin ganz enorme Risiken stecken, dass Verbraucher hier in Schubladen gesteckt werden, die Diskriminierungsgefahr bergen. Wir glauben, dass hier das Weißbuch der EU, das Weißbuch der EU, wo die Kommission nur gesagt hat, sie möchte High-Risk Anwendungen von künstlicher Intelligenz einer Ex-ante-Regulierung zuführen. Alles andere soll einer Selbstregulierung der betroffenen Branchen überlassen werden, dass das auf jeden Fall zu kurz greift, weil viele Anwendungen dann in diese Selbstregulierungsbereiche fallen würden, die verbraucherrelevant sind.
ob das jetzt irgendwelche Bonitätsscorings sind oder die algorithmische Reihung von irgendwelchen Inhalten in Social Media oder in Streamingdiensten, das sind alles Anwendungen, die intransparent sind, den Verbraucher stark berühren. Und wir meinen, dass da schon Anspruch besteht, auch auf Transparenz und Einspruchmöglichkeiten überhaupt in eine derartige Form der algorithmischen Bewertung als Verbraucher zu geraten. So, das war jetzt so ein paar Vorsritt so quer durch. Ich hoffe, es ist für eure Diskussion nützlich. Bitte Mikro aktivieren, du hast ein bisschen stumm geschalten. Entschuldigung. Liebe Daniela, danke für deinen Eindruck, was du gesagt hast, ist, dass die Zukunft jetzt im digitalen Verbraucherschutz angekommen ist. Also diese Megatrends wie Artificial Intelligence und die Identitätsraub, all diese Sachen sind jetzt praktisch schon sozusagen verhandelbar auf Rechtsbasis und auf Konsumentenschutzbasis. Und mein Eindruck als bescheidener Experte in diesen Dingen ist, dass es ja wirklich komplex ist, sich in diesem Feld zu bewegen, jetzt für den normalen Konsumenten. Ja. Also wo fange ich da jetzt an? Das, glaube ich, trägt schon dazu bei, dass viele auch ein bisschen resignieren, wenn es um das Thema Datenschutz geht und man klickt einfach irgendwas an, weil man weiß ja sowieso nicht, was jetzt wirklich dahinter steht. Vielen, vielen Dank. Ich frage ans Publikum, möchte wer an die Daniela eine Frage stellen? Sehe jetzt mal nichts. Ja, der Herr Pfeiffer. Ja, ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, man versteht sich gut. Sehr gut. Ich denke, dass, so wie ich jetzt es auch gehört habe, dass Konsumentenschutz eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Aber ich möchte die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf die Konsumentenfreundlichkeit in der Informationstechnologie wenden. Und da insbesondere wäre es aus meiner Sicht notwendig, eine Normierungsinitiative, und zwar europaweit oder noch darüber hinausgehend global, in die Wege zu leiten. Denn es ist für den Konsumenten oft wirklich verwirrend, dass gleiche Tatbestände mit unterschiedlichen Bezeichnungen und umgekehrt unterschiedliche Datenbestände mit gleichen Bezeichnungen versehen sind in den Programmen, in den Applikationen etc. Ich sage nur zum Beispiel, wenn Sie sich bei einer Bank einloggen, dann steht bei der einen User, bei der anderen steht ID, bei der dritten steht Verfügernummer etc. Hier werden zum Beispiel oder Passwort, PIN, Kennung, also die Leute, die nicht unmittelbar damit ständig zu tun haben, stehen dann verwirrt vor diesem, sind eher ein bisschen gehemmt, weil sie jetzt da was machen müssen, was vielleicht irgendwelche Folgen hat, und stehen dann vor den unterschiedlichsten Bezeichnungen, die eigentlich das Gleiche bedeuten, und umgekehrt, wie gesagt, das ist das auch. Das ist das eine. Und das zweite wäre, dass eine Normierungsinitiative in Bezug auf das Eingeben von Passworten endlich passieren sollte. Ich meine, es ist nicht mehr überall ganz so schlimm, dass wenn man ein Passwort erstmals eingegeben hat, dass dann einmal kommt, Sie müssen mindestens einen Großbuchstaben. Dann macht man das mit dem einen Großbuchstaben, dann müssen aber noch die Ziffern 1, 2, 3 vorkommen. Und dann, und das dritte Mal, wenn man endlich so weit ist, sagen, ja, aber es muss noch ein Sonderzeichen dazu, etc. Und es müssen 12 Stellen sein und das jeweils in Abständen noch Eingaben. Also das ist eine besondere Blödheit von den Programmierern an sich, die so etwas machen. Aber es gehörte eigentlich einmal eine offizielle Normierung, dass man sagt, also wenn ein Passwort frisch eingegeben wird und dass dieser Passus grundsätzlich eingebaut wird. Solche Normen, die sozusagen dann branchenweit anerkannt sind, würde ich für eine, glaube ich, sinnvolle Aktivität halten, die also die Konsumentenfreundlichkeit. Und das Letzte ist,
dass es sich jetzt eingebürgert hat, dass wenn man Cookies akzeptiert, man gleichzeitig einen Rattenschwanz an Advertising-Zustimmungen und an verschiedenen Trackings und hat. Und wenn man dann klickt, zum Beispiel auf einzeln einstellen, dann steht man vor 7 oder 8 verschiedenen Zustimmungen, wo man dann oft nicht weiß, was hat das eigentlich für einen Hintergrund und was löst es aus. Auch hier wäre eine Normierung angebracht, dass man sagt, einfache Cookies, ja, klicken, oder aber Sie stimmen zu und dann kann man andere Dinge auch zustimmen. Jetzt ist es umgekehrt. Wenn Sie zustimmen alle Cookies, dann kriegt der ganze Rattenschwanz, der da drinnen ist, automatisch mit dabei. Oder wie gesagt, Sie wollen einzeln, dann müssen Sie sich einlesen, was die einzelne Bestimmung eigentlich tatsächlich ist. Also Konsumentenfreundlichkeit schaut anders aus. Und da glaube ich, gerade wäre für die Kammer eine sinnvolle Initiative, die man vielleicht auch, wie gesagt, europaweit einmal ins Auge fassen könnte. Daniela, willst du da antworten? Mikrofon? Du musst das Mikrofon. Bitte, ich schalte die Mikros immer stumm wegen den Rückkopplungen. Bitte immer wieder das Mikrofon selbst aktivieren. Also danke für die guten Anregungen. Finde ich exzellente Idee. Wir haben in den Anfängen der Internetentwicklung viel über Usability geredet, ja, und die einfache Handhabbarkeit. Und mittlerweile sind die Zahl der Dienste derart explodiert, dass quasi sich mit der Frage, wie kann man das verbraucherlos erleichtern in Bezug auf die Handhabbarkeit von solchen Standardfunktionen ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Finde ich eine exzellente Idee. Man denkt ja vor allem immer bei Ihrem Beispiel von unterschiedlichen Online-Banking-Services, ja, an die geschlossenen Nutzerwelten von Apple. Aber nein, stimmt schon, auch hiesige Services bleiben da manchmal in ihrer Welt verhaftet. Und wenn man zwischen den Services hin und her springt, muss man sich quasi immer neu einlesen oder orientieren. Also Standardisierung wäre da sicher ein geflügeltes Wort. Zu den Cookies kann ich nur sagen, ja, das ist uns natürlich auch schon negativ aufgefallen. Nicht nur, dass sehr heterogen diese Zustimmungserklärungen abgefragt werden, sondern dass im Quarks-Sprech der Technik auch Dark Patterns da zum Einsatz kommen. Also so bewusst kalkulierte Irreführungen des Verbrauchers. Also weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, da ist rot beleuchtet ein Button und man ist geneigt, auf den zu bumpen, nachdem man seine Einstellungen gemacht hat und hält hoffentlich noch die Hand zurück, weil das wäre dann wieder alle Zustimmen gewesen und man muss auf den blassgrauen Button klicken, um seine Einstellungen zu registrieren. Also das sind eigentlich unlautere Praktiken. Jetzt haben wir es halt mit millionenfachen Anwendungen zu tun. Wir können exemplarisch das eine oder andere abmahnen. Dennoch wird es wohl, glaube ich, Aufgabe des Europäischen Datenschutzausschusses sein, da auch wieder Normen vorzugeben, an die sich alle zu halten hätten. Ja. Aber vielen Dank, gute Anregungen. Vielen Dank für den Beitrag. Die Zeit schreitet voran. Liebe Daniela, vielen Dank für deinen Input. Gerne. Wir werden gut mit dem arbeiten können. Gutes Gelingen. Dankeschön. Dankeschön. Danke.